Diese Schülerin hat 1,25 Millionen Dollar bekommen, weil sie nicht zur Toilette durfte. Was ist passiert? Im Jahr 2017 verbot die Kunstlehrerin einer Highschool in San Diego einer 14-jährigen Schülerin zur Toilette zu gehen. Vielmehr durfte diese lediglich einen Eimer in einer Abstellkammer hinten im Klassenraum nutzen, welchen sie dann im Waschbecken ausleeren sollte. Infolgedessen war die Schülerin unzähligen Lästereien ihrer Mitschüler ausgesetzt, weshalb diese in psychologische Behandlung musste. Und genau deswegen verklagte die Schülerin ihren Schulbezirk auf 25.000 Dollar Schadensersatz. Die Lehrerin, die selbst neu an der Schule war, gab an, dass sie lediglich die Regeln der Schule anwenden wollte und ging davon aus, dass Schüler unter keinen Umständen den Klassenraum verlassen dürfen. Dies sahen die Geschworenen aber anders und sprachen ihr nicht die geforderten 25.000, sondern 1,25 Millionen Dollar zu.